Der Botanische Garten, in dem wir uns hier gerade befinden, hat eine Gesamtfläche von 5 Hektar und 2150 Quadratmeter Gewächshausfläche. Also der Botanische Garten kultiviert 6091 Pflanzenarten und Kultivare. Wir beherbergen hier sehr viele seltene Pflanzen. Das Tolle bei den Führungen hier im Botanischen Garten ist, dass wir die Besucher eben über die Schönheit der Pflanzen ansprechen können und dann Sachinhalte bei den Führungen vermitteln können. Also das Interesse ist da sehr groß, weil die Leute eben auch Probleme in ihrem eigenen Garten feststellen, dass Pflanzen vertrocknen oder nicht mehr gut aussehen. Und da kann man natürlich auch Erfahrungen austauschen. Und generell der Bedarf an solchen Themen wie Klimawandel ist schon groß. Also es gibt ganz viele Pflanzen, die eben Anknüpfungspunkte an das Thema Nachhaltigkeit haben. Jetzt befinden wir uns hier in einem Lebensraum, und zwar im Mittelmeergebiet. Und hier haben wir einen Erdbeerbaum, der wurde bis 2017 immer noch zum Überwintern in die Orangerie gebracht, jedes Jahr. Und seit 4 Jahren haben wir den hier ausgepflanzt, weil die Winter einfach milder sind und der hält das hier draußen prima aus. Hier bei unserem Alpinum ist das so, dass wir in Münster grundsätzlich eigentlich zu wenig Schnee haben, weil die Schneedecke die Pflanzen bei hartem Frost schützt. Und wenn eben kein Schnee liegt, dann erfrieren die Pflanzen. Und das ist eben auch in den Alpen der Fall. Wenn dort keine schützende Schneedecke liegt, erfrieren ganz viele Pflanzen, die dann den Winter eben nicht mehr überleben. Also zunächst einmal trägt der Botanische Garten zur Nachhaltigkeit der WWU bei mit seiner innerstädtischen Lage. Zum einen bietet er eine Naherholungsfläche in unmittelbarer Nähe. Das bedeutet, man muss sehr wenig Mobilität aufbringen, um diesen Ort hier besuchen zu können. Und der Botanische Garten trägt natürlich auch enorm dazu bei, das städtische Mikroklima zu stabilisieren. Also es ist ja so, dass insbesondere auf versiegelten Flächen eine stärkere Wärmeentwicklung ist, die natürlich auch über Nacht gehalten wird. Das führt natürlich zu einer stärkeren Wasserverdunstung bzw. Transpiration des Wassers bei den Pflanzen im innerstädtischen Raum. Und der Botanische Garten mit seinen Grünflächen trägt natürlich dazu bei, die Flächen zu kühlen und vor allen Dingen auch die Luftfeuchtigkeit durch die Transpiration der Pflanzen dementsprechend nachzuliefern. Dadurch, dass der Botanische Garten sehr artenreich an Pflanzen ist, bieten wir natürlich auch unwahrscheinlich viel Lebensraum für Tiere und natürlich auch Nahrungsquellen für Tiere, was dann natürlich dazu führt, dass die Anzahl an Wirbeltieren und Insekten im Vergleich zum versiegelten innerstädtischen Raum deutlich höher ist. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, die Bildung für nachhaltige Entwicklung stärker in den Bildungsangeboten des Botanischen Gartens zu verankern, sowohl in den Führungen als auch in Workshops oder in Diskussionsrunden. Ein besonderes Anliegen des Botanischen Gartens ist es natürlich auch, seine Besucher für Umweltschutzgedanken zu sensibilisieren und gegebenenfalls auch die Artenvielfalt in ihren eigenen Gärten dementsprechend zu erhöhen und so Lebensräume für Tiere und Pflanzen schaffen zu können.